Vincent aus Bieber liebt Sessellifte. Und zwar so sehr, dass er sich mal eben einen bestellt hat. Heimlich, versteht sich. Aber dass ich angerufen habe, das habe ich meinen Eltern nicht erzählt. Die richtige Telefonnummer in der Schweiz hat er sich im letzten Skiurlaub gemerkt, im kleinen Ort Savognin in Graubünden. Der dortige Sessellift sollte abmontiert und verkauft werden. Die Bestätigung der Bestellung kommt per Telefon. Vinzenz Mutter ist dran. Der erste Gedanke war, um Gottes Willen, wie sollen wir das bewältigen? Wie sollen wir das überhaupt realisieren? Der zweite Gedanke, wir machen das. Denn Sohn Vincent ist ein echter Sessellift-Fan und Kenner, wie er hier beweist. Also die Details, die mich einfach faszinieren, sind einfach daran, dass das ein Garaventa. Das ist einfach so, dass die halt schon etwas älter ist. Das heißt, die ist Baujahr 87. Einfach bei den Neuern ist die Zeit super. Und hat halt auch ein bisschen Geschichte. Mit großem Aufwand transportieren Vincents Eltern den Sesselliftwagen nach Bieber, nachdem sie die Zollformalitäten erledigt und einen Transporter von Freunden organisiert haben. Jetzt steht das gute Stück im Garten, trotz skeptischer Nachbarn. Zumal viele Leute auch gesagt haben, das wäre Schrott, sowas stellt man nicht sich in einen ordentlichen Garten und so. Das kümmert Vincent nicht. Im Gegenteil, er hat in seinem Garten sogar schon einen Modellsessellift gebaut. Das war im letzten Sommer. Warum der Siebtklässler Sessellifte liebt, erklärt er so. Das Faszinierende ist auch ganz klar, dass man halt so über alle drüber schwebt und so. Du weißt, man kommt immer weiter den Berg hoch und man kann sich in dem Sinne zurücklehnen halt. Zurücklehnen, ein bisschen Skiurlaubsfeeling im Garten. Für 185 € wurde dieser Traum von Vincent wahr.